Das trifft auf viele irische Lieder zu. Viele irische Lieder sind einfach gute Laune-Musik. Und was man vielleicht so gar nicht weiß, ist, viele irische Lieder haben auch einen christlichen Hintergrund. Und das ist der Punkt, weshalb wir gesagt haben, wir wollen heute zum St. Patrick's Day diesen Seelengang machen. Manche Nacht in den Schlaf bringen. Hilf uns daran zu denken, dass du in der Welt die große segnende Kraft bist. Du kannst den Weg aus der Ausweglosigkeit weisen. Du willst das dunkle Gestern in ein helles Morgen verwandeln. Wärme unsere Seelen mit deiner Anwesenheit. Ganz herzlich begrüße ich euch und Sie hier in der Stiftskirche, in den angeschlossenen Häusern des Evangelischen Johannesstifts und in den sozialen Medien zum heutigen Seelenwärmer. Ich bin nicht alleine, wir machen das zu zweit mit Kinderunterstützung. Ja, unser heutiger Seelenwärmer ist ein Seelenwärmer passend zum Tag. Heute ist der 17. März und der 17. März ist der traditionelle in Irland der St. Patrick's Day. Und vor zwei Jahren haben wir zum ersten Mal in einer größeren Besetzung als Band gespielt im Hotel. Das konnte noch stattfinden. Vor einem Jahr musste es einen Tag vorher alles abgesagt werden. Und heute haben wir gesagt, machen wir es wenigstens in kleiner Besetzung. Wir hätten gerne am Anfang ein Glas Kilkenny oder Guinness gereicht. Das haben wir jetzt aber nicht getan. Oder ein Irish Stew. Wollen Sie aber mit Musik unterhalten. Und möchten beginnen mit dem ersten Lied, unser erstes Lied, Am Ende des Regenbogens. Thank you.
magst du das Lied so, Sarah? Fordere ich immer gerne die Menschen auf, sich einfach mal kurz die Augen zu schließen
und sich eine irische Landschaft vorzustellen. Ich sage mal so ganz kurz, man steht oben auf einer Klippe und schaut aufs Meer hinaus und hinter einem liegt die grüne Wiese voller Moos und einfach zum Träumen das nächste Lied, The Town I Loved So Well. In my memory I will always see the town that I loved so well, where I school played ball by the Gaelic wall, and we loved through the smoke and the smell, going home. Irische Nationalheilige und so die Legende,
war der erste Bischof, der nach Irland gekommen ist, um dort zu missionieren. Das nächste Lied ist ein englisches Lied, es ist ein Seefahrerlied und insofern auch in Irland beliebt. Es stammt nicht von einem Iren, sondern es stammt von einem Fischer, von einem Kapitän, der beim Fischfangen, wahrscheinlich Walfang, in Seenot geraten ist und gerettet wurde und dann dieses Lied geschrieben hat. Das nächste Lied, Amazing Grace. Du wolltest es jemandem widmen. Du wolltest es jemandem widmen. Das ist so schön. Das wollte mein Peter widmen. Heute Abend hier. Amazing Grace. Ich lese Ihnen mal einfach auf eine Übersetzung kurz vor. Und die erste Strophe lautet: Ich tanzte am Morgen, als die Welt entstand. Ich tanzte auf Sonne, Mond und Sternenverband. Ich tanzte auf der Erde, kam vom Himmel herab. Die Geburt von mir fand in Bethlehem statt. Der Refrain lautet: Darum, wo auch immer du sein magst, tanze. Denn ich bin der Herr deines Lebenstanzes.
Deinen Tanz werde ich leiten, wo immer du bist. Ich werde ihn leiten, das ist, was er verspricht. Lord of the Dance. Immer nur zu deinem
täglich Brot. Sei über 40 Jahre im Himmel, bevor der Teufel merkt, du bist schon tot. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns dann wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Und am 17. März 2022 notieren Sie im Kalender ein Konzert irgendwo hier in einer Schrift, was viel größer sein wird noch als hier. Versprochen, hoffe ich. Alles Gute, schönen Abend. Alles Gute. Ja.